Weiser hat jetzt zweimal hintereinander so dumm und auch wieder 4 Wochen verletzt. Da kommt jetzt Aguda hin. Ich hoffe, der kann sich da auch festspielen. Jinma verletzt 3 bis 5 Tage. Was haben wir eigentlich für ein Verletzungspech? Jetzt mal ernsthaft. Ich würde sogar jetzt im Spiel gegen Darmstadt Jinma spielen lassen. Komm, Jinma. Guck mal, er kann doch laufen. Er hat keine Knieverdrehung. Ist Quatsch. Duksch jetzt mal im Freistoß, kurze Halbzeit. Und der Ball ist drin. Und Schmied. 2:0. Mal Pocho kommen. Abschluss und Pocho! 3:0! Damit ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen mit 3:0 auswärts in Darmstadt. Und Philipp hat schon wieder 2 Tore gemacht. Er ist meiner Ansicht nach bereit, bei uns was zu bewirken. Die Fans wollen Philipp Kühn zurück. Ganz ordentlich, aber ich will mehr sehen. Der verliehene Philipp Kühn macht sich bei den BK Fremad Amaga Fans definitiv beliebt. Er wird was bei uns. Ich sag euch, wie es ist. Und 1:0 Hoffenheim. Wir spielen, wenn auch ein bisschen glücklich irgendwie, 1:1. Abseits? Das war dick abseits. Hallo, Herr Schiedsrichter. Tor gegeben! Hä? Und 2:0 Marco Reus. 3:0 Felix Metscher. Wir verlieren mit 3:0 gegen Dortmund. Das Angebot für Mitchell Weiser bei 1,8 Millionen von Freiburg finde ich gut. Ja, Romane Schmid! Tor! Freistoß. Und da ist der Ausgleich, Kevin Behrens. Es ist so dumm. Und dann steht es da 2:1 durch Fofana. Und das ist das Tor. Pocho, komm. Ja, Lukas Roman. Woltemade nicht im Tor, sondern Woltemade schießt den Elfer. Ja, Nick Woltemade. Vielleicht ist er doch Stürmer und kein Torwart. Pocho, Lukas Roman. Ja! Wir gewinnen mit 5:2 gegen Union Berlin. 3 bis 4 Wochen, Pieper raus. SV Werder Bremen-Fans wollen Festverpflichtung von Roman. Und Weiser wechselt für 1,8 Millionen zum SC Freiburg. Sehr, sehr schön. Immer mit der Ecke Cäsiger. Und 1:0 für den VfL Wolfsburg. Und dann kassieren wir das 2:0 durch Lovro Meier. Ja, wir verlieren mit 2:0. Schade, ist aber auch irgendwo verdient, ne? Wir sind halt schlechter gewesen. Ist so, wie es ist. So, jetzt müssen wir gegen Eintracht Frankfurt. Jo, wir spielen am Ende 2:2. Und Woltemade macht 2 Tore. Nein, es regnet schon wieder rein. Stopp! Gut, ich würde sagen, wir gehen rein in die Werder-Karriere. Auf geht's. Als nächstes spielen wir gegen Leverkusen, haben zuletzt ein paar Punkte geholt, sind ganz gut dabei in der Tabelle, sind aktuell 6. mit 17 Punkten. Stable, einen neuen Vertrag. Gut, 40.000 soll Stay kriegen, ohne Ausstiegsklausel geht das auch fit. Stay hat verlängert, sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Dann wollen wir reingehen gegen Leverkusen. Diese Elf soll's richten. Bringt sie rein und wir sind aber da. Wir kommen nicht schnell genug hinterher. Schick und... Boah, das sieht nicht gut aus. Stay kommt zum Ball. Gut. Zur Halbzeit steht es hier 0:0. Wir müssen auf jeden Fall mehr zeigen. Diesen sein. Frimpong 1:0. Dux Freistoß. Boah, drüber. Wir schwimmen, wir schwimmen, wir schwimmen. Und das ist 2:0 durch Patrick Schick. Binnenkurt, Kova. Anschlusstreffer, aber zählt das Ding? Ja, Tatsache, es zählt, ne? Das sah voll nach Abseits aus im ersten Moment. Ah, aber da oben hebt er wieder auf. Über den Sturm müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen. Wir brauchen dringend einen neuen Stürmer im Sommer. Niederlage ist Niederlage, aber grundsätzlich für das Spiel ist es okay. Und Leverkusen ist jetzt ja auch kein schwacher Gegner. Die Frage ist ja auch, wo spielen wir in der nächsten Saison? Also Klassenerhalt sollten wir, denke ich mal, schon safe schaffen. Wenn wir in die Europa League kommen, dann bräuchten wir doch entsprechende Spieler. Als nächstes jetzt gegen Stuttgart. Stuttgart muss auch geschlagen werden. Sind 16. 8 Punkte aus 12 Spielen. Ja, Mann, wir gewinnen mit 1:0 gegen Stuttgart. Senelün mit dem Tor. Wir sind aktuell 5. 20 Punkte aus 13 Spielen, 5 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. So, dann geht's jetzt rein gegen Augsburg. Okugawa und drüber. 1:0, Tim Breithaupt. Alter, was ist denn das schon wieder? Ja. Ja, Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Natürlich haben Sie gelacht. 1:0 zur Halbzeit, liegen wir hinten. Jung, oh, aus dem Netz, schade. Kova schicken, Kova mitnehmen, Kova Tor! Ja, Mann! David Kovnatski. Komm, Senne. Hoho, oh, schade. Stark holt jetzt mal schön gelb-rot ab. Danke für alles. Ja, komm, Alter. Kein Bock mehr. Reicht mir. Bestätigen. Nee, komm. Bring die Flanke dem an.
Ja, David Kumlatski, Junge! Oh mein Gott! In der Nachspielzeit! Das Tor wird gecheckt! Aberkannt! Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ist das alles dumm? Freischuss Bittencourt. Keita. Naby Keita, Junge! Ja! Naby Keita, Junge! Naby Keita! 90. plus 4! Nein, Demirovic. Ja, Agu! Und das Spiel ist aus! Wir gewinnen Unterzahl noch 2:1 durch David Kovnatski und Naby Keita. Wir drehen das Spiel hier. Darauf können wir aufbauen und so eine Leistung, die schweißt auch eine Mannschaft zusammen. So, dann wollen wir jetzt mal gegen Gladbach rein. Wir spielen einfach in der genau gleichen Formation, aus, dass wir Keita reinbringen und Friedel für den gesperrten Stark. Ja, Mann, wir gewinnen mit 2:1 gegen Gladbach. Jens Day und David Kovnatski mit den Toren. Jetzt müssen wir als nächstes gegen Leipzig. Gegen Leipzig wird es sehr, sehr, sehr schwer. Sesko. Und das 1:0 für Leipzig. Halbzeit 0:1 für Leipzig. Wie kann man das Ding denn nicht machen? Komm, jetzt Konter. Konter, 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 Konter. Kova. Pocho. Lauf, Pocho. Nicht so. Lauf da einfach straight zum Tor. Und dann verliert er sogar den Ball. Gibt nochmal einen Freistoß für Werder. Marvin Duck schnappt sich direkt die Kugel, aber wird ihn wahrscheinlich nicht direkt machen, sondern bringen. Ja, Digga, perfekt, ist ja nix. Danke für alles, Marvin Duck. Raus, den Mann, ja, gut. Komm. Wieso denn so, Mann? Das kann man niemandem erzählen, es ist so schlecht. Nein, Baumgartner. Pavlenka den gehalten. Was ist das denn? Wir verlieren mit 0:1. Vielleicht sollte man mit Pavlas nochmal ein Jahr verlängern. Bei 20.000. Ich glaube schon, dass man das nochmal machen sollte, ein Jahr. Kann ich mal ein Angebot machen? Pavlenka will nicht verlängern, okay. Ist sauer, weil wir nur 2 Jahre im Anne sind, noch ein Jahr drauf. Ist 25. Aber jetzt haben wir erstmal Winterpause und können auch Transfers tätigen bald. Ab dem 1. Januar. Jan Streurer, technischer Leiter. Gute Werte, ne? Streuerwechsel zu Werder, geil. Jetzt müssen wir die ganzen Leute hier verlängern, die Verträge verlängern. Philipp Kühn nicht gut. Das ist wirklich ein Skandal. Philipp Kühn nicht gut genug, keinen neuen Vertrag anbieten. Das werde ich jetzt eigenhändig machen. Philipp, wie findest du den Vertrag? Ist er gut? Ist er fein, der Vertrag? Ja, super. Echt super. Ja, gut, den Rest müssen andere machen. Aber Sportdirektor, können wir mal gucken, was da gibt. Also Thomas Hengen statt Fritzo wäre schon heftig. Ja, Junge, Thomas Hengen statt Fritzo wäre geisteskrank. Wir müssen die Zieländerung annehmen, dass wir im Tabellenmittelfeld landen wollen. Weil da haben wir nochmal mehr Gehaltsbudget. Und das wäre dann für die Ablösung freien Transfers enorm wichtig. Marco Grüll ist der erste Spieler, Flügelspieler und Stürmer, dem ich da ein Angebot raushauen möchte. Relationsspieler passt. Ich kann mir das gerade noch ein bisschen drücken. 20.000. 31.000, Junge. Übertreib halt komplett, Bruder. 32. Das ist deutlich zu viel, sorry, aber dann will er nicht. Okay, pff. Das ist, finde ich, viel zu viel. Dafür, dass der Rotationsspieler ist, dann so viel zu fordern. So, Babadi können wir mal ein Angebot jetzt raushauen. Wenn das klappen würde, das wäre geisteskrank. Für 19.000, das wäre unnormal heftig. Torrent habe ich mir noch aufgeschrieben. Mittelfeldspieler und Innenverteidiger. Den würde ich auch ein Angebot machen. Das nimmt er auch an. Sehr schön. Mal gucken, ob er dann auch das Angebot annimmt. Eddie Salcedo wäre dann sogar mein Stürmerkandidat, den ich mir überlegt habe. Ja, sollte passen. So, komm, machen wir das Angebot auch eben mal fertig. Tasa. Ich glaube, das wäre unser Stürmer. Okay, Pavlenka können wir wohl wieder ein Vertragsangebot machen. Ja, komm, machen wir. Ey, wir brauchen Pavlenka. Pavlenka ist so ein sicherer Rückhalt bei uns aktuell. Babadi, ich will unbedingt Babadi haben. Philipp hat verlängert. Sehr schön, Junge. Also Felix Krüger könnte man mal ein Angebot machen. Als Sportdirektor. Junge, Wehle wäre auch krass. Also Carsten Wehlmann wäre mein absoluter Favorit. So, Pavlenka hat verlängert. Sehr schön. Nächstes Jahr haben wir zwar auch noch den Kollegen Backhaus dazu, aber Backhaus würde ich nochmal verleihen, weil wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist Pavlenka halt doch noch deutlich besser. So, wir haben jetzt unseren ersten Transfer fix damit für den Sommer. Eddie Salcedo wechselt zum SVW, sehr schön. Kann Zehner und Stürmer spielen, ist aktuell noch verletzt, spielt eigentlich bei Inter Mailand in der U20, ist aber derzeit, glaube ich, verliehen an Eldense. Hat dort eine 21 Einsätze, 10 Tore gemacht. Ja, es ist halt auch wieder so ein Transfer für die Zukunft.
Zukunft eigentlich, ne? Mit Frauendorf. Vielleicht könnte man den ja auch noch holen. Oh, Luton Town möchte Veljkovic holen. Das nehmen sie an. 4 Millionen Sockelablöse plus Ratenzahlung bei 1,6 Millionen Euro. Und nach 20 Spielen nochmal 1,5 Millionen. Das wäre ehrlich stark. Das Geld nehme ich nochmal gerne mit. Okay, Wehmann hat nochmal bei Darmstadt verlängert. Schade eigentlich. Aber machst du nix. Wir hätten jetzt Felix Krüger und würden dafür Clemens Fritz abgeben. Und ich würde es sogar so annehmen. Und Torrente wechselt zu AS Monaco. Schade, schade, schade. Den hätte ich gerne gehabt, den Raúl Torrente. Anis Kadaklia. Den finde ich natürlich auch sehr interessant. Können wir mal ein Angebot raushauen. Clemens Fritz ist weg und dafür kommt Felix Krüger als neuer Sportdirektor. Und Babadi wechselt nicht zu uns. Babadi hat das Angebot für Manchester City angenommen. Aber wenn wir Can Usun kriegen könnten, wäre auch geisteskrank gut. Der hat sogar richtig Bock. Ich meine, Babadi ist immer was ganz anderes. Nick wollte mal das Angebot. Also grundsätzlich, glaube ich, wäre das schon gar nicht mal so verkehrt, den da abzugeben, wenn er dann wirklich 17 Spiele machen könnte. Ich glaube, das wäre sogar echt ganz gut, wenn wir den nochmal woanders hinschicken, dass er wirklich in der Rückrunde richtig, richtig aufdrehen kann und dass wir dann Boré statt Woltemade ziehen. Weil Woltemade war jetzt bei uns okay, aber auch nicht immer ganz gut. Juan Miguel Lataza wechselt zum SVW im Sommer. Sehr schön. Damit haben wir unseren nächsten Transferfix. Hat auch ordentlich Interessenten. Auch alles ungefähr Vereine in unserer Kragenweite. Und Can Usun bestätigt den Wechsel zum SVW. Leute, wir bauen uns hier ein richtig geiles Team gerade zusammen. Brühl. So, jetzt aber. Ja, dann machen wir es so. Angebot für Grüll ist raus und dann gehen wir in das Spiel gegen Bochum. Kovnatski, komm. Abschluss. Und Kovnatski 1:0. Da sind wir doch. Vierte Minute, David Kovnatski. Sehr, sehr schön. Genauso muss es sein. Und 1:1. Lukas Daschner. Joa, was sagen wir dazu? Dumm? Ja, kann man dumm zu sagen. Also es war wirklich komplett lost. Aus Jinnah und der Ball ist weg und das Spiel ist aus zu Ende. 1:1. Chrisene, sagen wir zu dem. Zu dem sage ich, wäre da geil. Anis Kadaklia wechselt zum SVW und Melkamu Frauendorf wechselt auch zu uns. Sehr, sehr schön. Haben wir nochmal zwei junge Spieler geholt, die uns in der Zukunft dann bald zur Verfügung stehen werden. Und das sind beides vielversprechende Talente, mit denen wir sicherlich in der Zukunft noch einiges an Spaß haben werden. Und Miloš Veljković wechselt zu Luton Town. War bei uns ja auch sehr unzufrieden und wird jetzt den Weg nach England antreten. Nick Woltemade schließt sich Paderborn an auf Leihbasis, wird dann zur neuen Saison wieder bei uns sein. Ben Chrisene wechselt zum SV Werder Bremen im Sommer. Sehr, sehr, sehr schön. Also da haben wir nochmal einen Spieler mit ordentlich Potenzial geholt für links. Ich bin echt gespannt, was das noch wird mit unseren ganzen Talenten dann. So, dann sind wir jetzt aktuell Siebter, haben 27 Punkte aus 17 Spielen, aber auch nur weil Bochum dann ein Spiel mehr hat als wir, haben zwei Punkte mehr. Wir spielen als nächstes in der nächsten Folge gegen Bayern direkt, aber sind auf dem besten Kurs Richtung Europa League und das gefällt mir sehr gut. Das heißt, das, was wir machen, ist auf jeden Fall sehr positiv. Gut, von daher würde ich sagen, war es das für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.